Meine Lieben, mein Aufgebaut-Video mal anders, geht wieder weiter und ja, es ist der letzte Monat für mein Projekt 366 Produkte für dieses Jahr aufbrauchen. Wie ihr ja wisst, wenn ihr mich das letzte Jahr verfolgt habt, habe ich mit der lieben Tabea, Elisa Make-up und Melo Flori habe ich so ein Projekt laufen, dass wir jeden Tag dieses Jahres ein Produkt aufbrauchen. Im Normalfall sind es ja 365 Tage, aber dieses Jahr waren es ja 366 und demnach eigentlich 366 Produkte. Ich habe es nicht geschafft, ich werde es mit Sicherheit nicht schaffen. Also ich habe noch so viele Produkte vor mir. Ich glaube, es sind noch um die, wenn ich mich nicht täusche, irgendwas mit knapp 60. Das werde ich auf gar keinen Fall schaffen, weil im Durchschnitt hatte ich mal so 29, 25 Produkte. Ja, aber gut, so ist das, ne? Mein aufgebraucht Verhalten war wohl dieses Jahr nicht ganz so ausgeprägt, obwohl ich finde, 366 Produkte schon viel. So, nichtsdestotrotz kommt noch dazu, dass ich vieles immer aussortiere, deswegen seht ihr auch in der Überschrift das aussortiert mit in dem Aufgebraucht-Video. Und dazu seht ihr in Klammern mal das mal anders und darum geht es halt mir persönlich, dass ich halt viele Clips, so viele Clips wie möglich aneinander schneide, wenn ich gerade Zeit oder Lust oder was auch immer habe. Und so ergibt sich nämlich dieses Video mal anders, weil ich dann halt nicht lebe wie, ein Verpackungsmessi und dann einfach die Sachen direkt wegschmeißen kann, ohne einen ganzen Monat zu sammeln. Ja. So, ich habe nämlich wieder so ein paar Produkte und auch diesmal ein bisschen Haushalt schon. Und die Haushaltsprodukte, die zähle ich als ein Teil. Obwohl da schon mehrere Sachen drin sind. Aber die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar sind das einmal die Lenore Unstoppables, das ist dieses Wäscheparfum. Und ich weiß, dass es halt nicht gut ist für Umwelt und sowas, ja. Autofahren übrigens auch nicht. Ich weiß, es ist jetzt ein blöder Spruch, ja, aber ich finde diese Sachen, ich finde diese Dinger so toll und ich nehme davon auch nicht viel. Das hat jetzt Ewigkeiten gerochen und die Wäsche riecht so toll danach. Ja, also ich werde es mir auf jeden Fall nachkaufen. Genauso wie mein Lenore, ist auch Lenore, ne? Genau. Diese beiden Sachen nehme ich halt gerne in Kombination. Das ist, das habe ich auch Ewigkeiten habe ich für gebraucht, um das leer zu kriegen. Das ist der Aprilfrisch, das ist mein Lieblings Weichspüler von Lenore. Ich nehme eigentlich nur Lenore, also fast nur. Also zu 99% Lenore. Oh, das riecht so gut. Das riecht total gut nach frischer Wäsche und das ist dieses super Konzentrat und ja, hält Ewigkeiten. Dann, genau, dann habe ich noch was für die Wäsche und zwar ist das auch ein Wäscheduft. Das habe ich jetzt auch bestimmt 2 Jahre gehabt. Und zwar ist das für die Waschmaschine und Trockner und das habe ich auch für beides genommen und war eine Limited Edition mit dieser Frühlings-Collection bei DM mal. Das sieht so aus. Habe ich noch irgendwas aufgebraucht im Haushalt? Nee, also die drei Sachen nehme ich dann als ein Produkt, ja? So. Dann habe ich wieder meine Dontodent Zahnfleisch Schutz und Pflege Mundspülung leer gemacht. Das ist ja meine Mundspülung, die liebe ich über alles. Entschuldigung, ich musste gerade da gucken. Ich glaube, nein. Ich sitze ja am Fenster und manchmal gucken da Leute. Naja, auf jeden Fall, ich habe total Probleme mit meinem Zahnfleisch. Also mein Zahnfleisch ist sehr empfindlich. Und damit kriege ich das so ein bisschen in den Griff. Ich habe halt zum Beispiel Probleme mit Schokolade und sowas zu essen, weil sich das alles direkt in die Zwischenräume so setzt und dann, boah, tödlich. So, dann habe ich meine Eucurina Med Waschlotion Sensitiv leer gemacht. Die benutze ich ja schon seit Ewigkeiten. Die gibt es bei Norma. Erzähle ich in jedem Video, wenn das leer ist. Norma ist überhaupt nicht mein Laden. Aber für dieses hier gehe ich da hin. Das habe ich mal durch Zufall geholt. Und das riecht total nach Babyshampoo. Und damit wasche ich meinen ganzen Körper. Und schminke ich mich auch mit ab unter der Dusche. Dann habe ich die Isana Professional Effektiv Kur Oil Care aufgebraucht. Habe ich sogar aufgeschnitten. Da sind so ein paar Haare drin. War eine super Haarkur. Ich mag die Konsistenz davon sehr gerne, weil die so ein bisschen fester ist. Also schon eher so ein Balsam. Und zusätzlich habe ich einen Rat von einer Zuschauerin befolgt, weil sie meinte zu mir, sie benutzt das öfter mal als Lockencreme. Habe ich auch tatsächlich 2-mal gemacht und meine Locken gefielen mir. Allerdings gefallen mir meine Locken mit meiner Lockencreme besser. Ja. Aber kann man auch als Lockencreme benutzen. So, dann habe ich die Glisskur Hyaluron Haarauffüller, diese Sprühkur leer gemacht, die hatte ich mit bei meinem Freund und die habe ich mir dann halt morgens oder beziehungsweise nach meinem Haarewaschen dann halt in die Haare reingesprüht, um die besser auskämmen zu können, weil im Moment habe ich immer
Knötchen in den Haaren, keine Ahnung. Ja, war auf jeden Fall ganz gut und der Duft, der hat mir sowas von gefallen. Ja doch, der Duft, der war schon fast ein Haarparfum, also richtig, richtig gut. So, dann habe ich das von Hegron, das gibt es bei Action, habe ich diese Care and Oil Arganöl Control Cream aufgebraucht. Super Produkt, ich liebe es. Habe ich auch nochmal, es sieht so aus, würde da noch was drin sein, aber ich habe das sogar mit Wasser aufgefüllt und dann mit Wasser verdünnt sogar genommen. Pflegt die Haare sehr gut und ich kann die sogar als Lockencreme-Ersatz nehmen, also zwei Fliegen mit einer Klappe, also es pflegt und ich habe halt so ein bisschen definierte Locken. Werde ich mir auf jeden Fall immer wieder kaufen. Dann habe ich hier von Avon, habe ich hier diese Senses, also auf jeden Fall ein Duschgel leer gemacht mit Vanille und Sandalwood. Das sieht so aus, war von der Konsistenz ein bisschen komisch, so ein bisschen wie so Naturkosmetik-Produkte. Ich weiß nicht, vielleicht, das steht sogar 100% Origin. Vielleicht ist das sogar deswegen. Ja, auf jeden Fall ein sehr schöner Duft. Den mochte ich total gerne, blieb allerdings nicht lange auf der Haut und 500 Milliliter, da braucht man natürlich auch so eine kleine halbe Ewigkeit, bis das leer ist. Aber es hat mir gefallen und würde ich mir nochmal kaufen, warum nicht? So, dann habe ich aufgebraucht. Das ist jetzt nur ein halbes Produkt. Ich denke, im Laufe des Videos kommen noch ein paar halbe Produkte. Und zwar ist das eine Parfümprobe und zwar heißt es Emozione. Von Salvatore Ferragano, weiß ich auch nicht, wie das ausgesprochen wird. Sieht so aus, war ein netter Duft, auch sehr schon mein Fall. Allerdings verflog der nach einer Zeit sehr schnell und wäre jetzt kein Nachkaufprodukt von mir. Dann habe ich die Aure Pure Sensity Nachtpflege aufgebraucht. Das ist diese hier. Die habe ich auch in meinem Project 20 Pen drin. 10 Pen, sorry. Und die habe ich jetzt aufgebraucht und deswegen muss ich die aufbewahren, aber war eine gute Pflege für, sensible Haut, allerdings werde ich mir die nicht nochmal neu kaufen. Dann habe ich noch zwei Produkte leer und zwar die lieblingstolle Mega-Nachtkerzen-Maske von Schäbens. Habe ich zweimal aufgeschnitten und wieder in mein Döschen reingetan für Gesichtscreme, Nachtcreme, was auch immer. Ich liebe sie. Und den Duft mag ich auch sehr gerne. War allerdings eine Limited Edition. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt oder ob man die vielleicht noch mal irgendwo kriegen kann. Und dann habe ich hier noch ein Produkt, was natürlich nicht zählt, aber was ich echt Wahnsinn finde. Ich habe nämlich meine erste Kringle Candle leer gemacht und aufgebraucht. Und zwar ist das die Christmas. Heißt auch so, ne? Genau. Die Christmas, die habe ich mir bei TK Maxx gekauft gehabt. Boah, die riecht so gut nach Tannenbaum. Die hat am Ende so leicht gerußt, aber fand ich nicht schlimm, weil die stand halt so ein bisschen im Durchzug. Die ist hervorragend abgebrannt, wie man sieht. Ich habe die irgendwann ausgemacht, weil ich dann Angst hatte, ich schlafe ein. der Duft ist wirklich fantastisch. Also hier steht drauf, dass es mit Siberian Fern, ne, also siberische, weiß nicht, was für ein Baum ist, vier Nadeln, Cedarwood, Sandalwood, Musk and Wood. Es riecht einfach nur nach Tannenbaum und sehr, wirklich sehr intensiv. Kann ich nur empfehlen, würde ich mir nächstes Jahr auch direkt wieder kaufen. Aber ich habe halt noch genügend Weihnachtsdüfte. Also ich werde sie mir jetzt erstmal nicht wiederholen. Und das Glas, da werde ich alles abmachen und werde ich mir selbstgegossene Tarts reintun. Also kann ich nur empfehlen. Ja, hier, was zeige ich euch als erstes? Die Dove pure Verwöhnung. Ich persönlich mag Dove Duschgele sehr gerne. Und also weil ich mag die Pflegewirkung, ich mag den Duft und... Oh, das war wirklich sehr gut. Das hier ist warm mit Jasmin und Tonikduft. Ja, war wirklich ein sehr schönes Duschgel. Dann habe ich, ups, das ist nur die Verpackung und hier ist der Rest. Dann habe ich eine Avon Haarkur leer gemacht. Das war halt hier so drin. Kann ich auch wieder da rein tun, aber eigentlich ist das ja separater Müll. Was ich übrigens immer total blöd finde. Also auch bei Zahnpasten, bei DM oder sowas. Also generell Zahnpasten, dass man die Zahnpastatube in einer Verpackung steckt. Naja, gut. Auf jeden Fall war das eine, jetzt seht ihr das, würde machen, dass das blendet nicht so, eine Avon Supreme Oils, wo es also mit 5 Ölen Komplex, war das eine Intensiv Radiant Intensiv Haarmaske für alle Haartypen.
Hier hinten stand drauf, die Intensiv-Glanzkur für jeden Haartyp. Fand ich, habe ich, hat für mich nur zweimal gereicht, aber ich fand den Geruch, ohne scheißigen Geruch, der Urballer, ja, der war so toll. Der Geruch, der war wahnsinnig toll und ich fand die Pflegewirkung auch richtig gut. Also wenn es ihnen groß geben würde, würde ich mir die glatt nochmal anschauen. Ja, fand ich gut. Dann habe ich die Peeling-Wattepads von Evelyn aufgebraucht. Die gibt es schon gar nicht mehr, aber ich fand die mega. Warum nehmen die immer gute Sachen raus aus dem Sortiment? Naja, da waren 35 Stück drin. Die eine Seite war so Peeling, dass man sich so mal so über dem Gesicht rubbeln konnte. Und die andere Seite war halt einfach nur so ganz fein. Und ja, ich fand die gut. Schade, dass die aus dem Sortiment genommen worden sind. Dann habe ich hier die Wilkinson Rasierklingen leer gemacht. Ne, eine ist noch in meinem Rasierer drin. Ja, ich mache das und das hier als ein Produkt. Mein Pril Duschgel, Duschgel, ja, mein Pril Duschgel hat leider mein Fett nicht entfernt. Naja, auf jeden Fall ist das Pril Spülmittel ist auch leer gegangen und deswegen nehme ich das hier als ein Produkt, weil das ist ja nicht wirklich so aufgebraucht, wenn ihr versteht. Dann habe ich hier ein Parfüm leer gemacht und zwar war das das Dupe zum Dior Addict. Ich liebe dieses Parfüm einfach. Und mein Freund liebt es auch an mir. Und es ist wirklich ein wunderschöner Duft. Ja. Das Originale sieht so aus. Ich glaube, obwohl die Flasche ist mittlerweile auch anders. Das ist hier oben ist nicht mehr Gold, soweit ich weiß. Auch nur noch halb voll. Ja, leider leer. Dann habe ich das Nivea Protect and Care Deo leer gemacht. Habe ich letztens nochmal neu gekauft. Ich fand das gut. Ist jetzt aluminiumfrei. Riecht richtig toll nach diesem typischen Nivea-Duft. Und der Duft hält allerdings nicht ganz so lang. Aber gut. So, und dann habe ich noch das letzte für diesen Abschnitt. Ist meine Cienne Handcreme mit Lavendel, also Milch und Lavendel. Die mag ich sehr gerne. Vor allen Dingen die kleinen Tuben sind super für die Handtasche. Und die Pflegewirkung mag ich, den Duft mag ich. Ja, mag ich. Ich habe übrigens etwas aussortiert und zwar diese überaus ätzenden Evelyn Blenderpinsel oder was das auch immer sein soll. Da stand, glaube ich, Blender, Kontur und weiß ich nicht was drauf. Größter Scheiß, oder? Habt ihr die mal gefühlt? Die sind so hart, so hart. Also das geht gar nicht. Die werde ich wieder aussortieren. Dann habe ich von einer Bekannten habe ich drei Estee Lauder Lippenstifte geschenkt bekommen und ja, im Endeffekt alle schön und gut, ne? Ich habe mich natürlich voll gefreut. Sie meinte halt zu mir, hier, ich habe drei Lippenstifte für dich. Habe dann aber erst nur einen aufgemacht, dann habe ich die restlichen in der Tasche reingesteckt. Also für mich waren die, ich habe so reingeguckt, ich so, ach, schön rot. Zu Hause ist mir aufgefallen, es sind alles drei die gleichen. Hab ihn mal ausprobiert. Warte mal ein, die anderen sind ja neu. Also im Endeffekt sehen die so aus. Richtig tolles Rot. Die heißen übrigens Nectarine Shimmer. Und sind auch gar nicht so verkehrt. Aber ich habe halt so viele rote Lippenstifte und die gebe ich einfach ab. Bevor mir die schlecht werden, gebe ich sie ab. Ja, und dann landen sie halt im Kleiderkreis. Dann kann ich mir halt was anderes dafür aussuchen, was ja, ich nicht schon in tausendfacher Ausführung habe. Und dann habe ich hier noch einen Urban Decay Perversion Bigger Blacker Better Mascara. Die habe ich zweimal ausprobiert. Das war so eine Luxusgröße zum Testen. Also Luxusprobe. Aber ich finde die nicht gut. Ich patze mir ja alles voll. Deswegen kommt sie auch weg. Leer. Und so ein paar Sachen, auch Haushalt, das zähle ich wieder als ein Produkt. Und zwar habe ich hier einmal, das ist eigentlich Schwachsinn, aber das hier halten, weil ich zähle es als eins. Jedes Mal, wenn ich ein Video drehe und ich habe Haushalt dabei, dann mache ich immer so alle Produkte, die gerade in der Tüte sind, als Haushalt ein Punkt. Ja, und zwar habe ich hier wieder WC frisch, blau, kraftaktiv, ozeanfrische, diese vier Kugeln habe ich da leer gemacht. Da kommt halt auch blaues Wasser raus. Ich persönlich mag das. Und ja, hält das Klo frisch und was will man mehr? Kaufe ich immer wieder nach. Und dann habe ich eigentlich gehört, hier eine lilane Dings drauf. Habe ich von Glade, habe ich hier dieses Relaxing Scent aufgebraucht. Jetzt gerade ist halt frische Wäsche geduft drin, deswegen auch blau. Frische Wäsche ist übrigens auch super. Ja, kann ich nur empfehlen.
Wer ein frisches Zuhause haben möchte, ist damit immer gut aufgehoben. So, dann habe ich etwas aussortiert und zwar ist das schon im Kleiderkreisel und zwar ist das mein Body Mist bzw. Fragrance Mist von Victoria's Secret. Das kostet so 28, 29 Dollar oder Euro. Ja, das ist auch Very Sexy, ist halt eine Plastikverpackung, was natürlich ziemlich cool ist. Habe ich mir, ja, das riecht auch sehr gut, das ist sehr parfümig. So, geht in die orientalische Richtung. Aber ich benutze es einfach nicht und dafür ist es zu schade und zu teuer gewesen und deswegen weg damit. Dann habe ich eine Tuchmaske aufgebraucht und zwar von Rival de Loop. Wer mir bei Instagram folgt, hat das gesehen, wie toll man aussieht, wenn man eine Tuchmaske drauf hat. Und zwar ist sie mit Avocado und Kapuaku-Butter. Keine Ahnung. Ist wie eine frische Ausstrahlung. So sieht das Teil aus. Aber ich fand's cool. Man hat's, das war super voll, also durchtränkt. Man hat's aufs Gesicht gelegt, man sah total aus wie ein Troll, aber danach hat sich die Haut wirklich schön durchtränkt angefühlt. Ich fand's gut. Ich würde es mir wieder kaufen. Dann habe ich hier von Evelyn Professional den Nagellack Entferner Express hier aufgebraucht. Das ist das mit diesem Finger rein. Aber das ist mittlerweile so eklig. Also das ist, ich hatte halt viel Rot mit abgelackiert. Und jetzt, wenn ich den Finger reingesteckt habe, dann hatte ich den Finger bis hierhin, sogar die Haut, lila-rot. Ist scheiße. Also der ist eigentlich nur, glaube ich, dafür da, um helle Nagellacke abzumachen und nicht. Oder halt für Reste, wenn ihr roten oder sowas wie ich jetzt drauf habt, ganz normal, erstmal normal und dann halt nochmal rein, so am Schluss, weil sonst könnt ihr den voll schnell vergessen. Das fand ich schade, ich hätte das nicht machen sollen. Aber ich habe davon wieder einen, wieder neu und ja, ich kaufe mir die trotzdem immer wieder nach. Dann habe ich von Avon habe ich diese Maske mit Peeling-Effekt aufgebraucht. Habe ich auch aufgeschnitten. Megamäßig. Also dieses Hautgefühl nach diesem Peeling, nach dieser Maske, war unbeschreiblich. Also ich gucke mal, dass ich mir die nochmal hole. Irgendwann vielleicht, weil ich habe noch andere Peelings. Aber die war gut. Meine Güte, war die gut. Ja. Und das letzte Produkt für heute ist ein Parfum. Und zwar ist das Roberto Cavalli Aqua. Da war nicht mehr viel drin, deswegen habe ich es leer gemacht, weil ich gedacht habe, haha, dann habe ich noch ein Produkt mehr wegen meiner Challenge, ne? Oh, dieses Produkt ist so schön. Ich habe da auch ein Backup von, also kann ich nochmal benutzen. Also ist wirklich ein sehr schöner, aquatisch, aber pudriger Duft. Also diese tollen Sachen, also ich mag es nicht, das mag ich total gerne im Sommer, wenn das nicht schwer sein soll. Also es ist ja trotzdem pudrig, aber es hat trotzdem so eine kleine aquatische Note. Oh, finde ich total schön. Also würde ich eher zu dir frischen Sachen einordnen, die aber leicht pudrig sind. Ja, und was ich noch aussortieren werde, das habe ich gerade eben auch in einem Haul gezeigt, ist ein NYX Lidschatten in so einer Pappverpackung hier. Total niedlich. Das ist der Prag Lidschatten. Und das ist so ein eislila blau silber. Der landet jetzt im Kleiderkreisel und ja, darf sich da wohlfühlen. Wieder ein paar Sachen, die leer geworden sind. Ich habe gerade schon mal angefangen zu filmen, allerdings habe ich dann gesehen, ich habe nicht aufgenommen. Naja, und zwar habe ich hier eine Sache, die habe ich aussortiert. So. Und das zwar ist es ein Bobbi Brown Pot Rouge. Ich bin damals auf die Bobbi Brown Pot Rouges gekommen, wegen Chrissy Cosmetics. Die hat, glaube ich, alle davon gehabt und fand die ganz toll. Und ich habe hier mir damals Powder Pink geholt. Ich habe noch zwei andere, die benutze ich allerdings noch regelmäßig, gär, als diesen hier. Ja, Pot Rouges kann man für die Lippen verwenden und für die Wangen. Dieser hier ist der hier. Den habe ich gerade schon mal aufgetragen und verblendet. Also eine wunderschöne Farbe, aber ich verwende ihn nicht und deswegen, dafür ist er zu teuer und zu schade. Wie gesagt, Powder Pink habe ich hier. Und das ist noch die alte Verpackung. Die neue Verpackung, da ist voll wenig drin. Ja, das ist das, was ich aussortiert habe. Dann habe ich zwei Produkte aus meinem Project Pan. Und zwar zeige ich euch erstmal das Alverde Landparty Duft- und Körperspray. Muss ich natürlich aufbewahren, weil es ist ja in meinem Project 10 Pan drin. Der Duft, der war total angenehm. Davon habe ich übrigens noch ein Backup. Total angenehm und sauber und leicht lavendelig, aber wirklich nur leicht. Aber habe ich jetzt leer, voll cool. Jetzt kommt das hier in meine Schublade, damit ich euch beim nächsten Update euch das zeigen kann. Und dann habe ich hier noch etwas leer. Habe ich heute den Rest von verwendet und zwar ist das ein Parfum und zwar das hier. Das ist das Diesel Lover Dose. So riecht das ganz gut, aber ich rieche es nicht mehr an mir.
Seht ihr das? Wenn es kommt, dann kommt der Dicke, ne? Dann kommt alles auf einmal. Ich hatte jetzt gerade noch Akkuprobleme. Naja. Kerze brennen. Die Tunnel voll scheiße. Naja, auf jeden Fall habe ich nämlich ein Parfum leer gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr da noch so weit noch gesehen habt. Und zwar ist es dieses hier. Das ist das Lavados von Diesel. Und es riecht sehr angenehm. Ich gucke mal, ob ich eine Duftbeschreibung davon finde. Es riecht auf jeden Fall sehr angenehm und leicht orientalisch und herb vor allen Dingen. War ein schöner Duft, aber ich werde ihn mir nicht mehr holen. Ich habe ihn heute Morgen leer gemacht, allerdings rieche ich nichts mehr davon. Also es ist ein sehr schöner Duft, den ich bestimmt an anderen gerne riechen würde, aber ich identifiziere mich nicht mit diesem Duft und deswegen ist das okay, dass der jetzt leer ist. Ja, dann habe ich mich auch mit meiner Beauty-Inventur weniger, Gott sei Dank. So, dann habe ich meine Anti-Wrinkle-Augencreme von Nutralux aufgebraucht. So schaut sie aus. Die habe ich von der lieben Mille Flori zugeschickt bekommen. Also in einem Tauschpaket. Und da war so ein Pumpspender dran, der allerdings total für den Arsch war, weil es war kein Ding da drin. Wisst ihr, wie ich meine? So ein, es konnte nichts hochgepumpt werden. Deswegen habe ich es aufgemacht und habe es mir auch so rausgeholt. Da ist noch ein kleiner Rest dran. Allerdings ist er voll trocken geworden. Deswegen konnte ich den nicht mehr aufbrauchen. Aber hallo, das war voll viel. Und die war sowas von reichhaltig. Also ich fand die sehr gut. Immer ruft mein Freund an, wenn ich Videos drehe. Kann ja nicht sein. Ich komme später. Da hört ihr ja nicht mal auf zu quatschen. Naja, auf jeden Fall fand ich die sehr gut, weil die sehr reichhaltig war. Aber die habe ich echt ewig jetzt benutzt. Ne? Aber gut, ich habe jetzt noch meine Chanel-Augencreme und danach kann ich endlich die von Avon ausprobieren. Ups, hier ist ja noch das Preisschildchen. Drehen wir mal um. So, dann habe ich eine Mascara leer gemacht und am Anfang fand ich die sehr gut und hinterher einfach nur noch grottig irgendwie. Ich weiß nicht, weil meistens ist es bei mir genau andersrum. Erst finde ich Mascara immer doof und dann finde ich die gut. Gut, genau. Bei der war das halt komplett andersrum und zwar ist das die Vollzlecht Superstar Mascara. Ja, da war die eine Seite halt ursprünglich weiß. Ich habe die allerdings mal vertauscht gehabt. Und die Seite fand ich gut. Wie gesagt, die war mal weiß. Und die andere Seite ist halt so ein ganz komisches, gebogenes Bürstchen, weil ich überhaupt nicht so toll fand. Ich fand die andere Seite halt eigentlich besser. Aber gut, die ist jetzt leer. Ich kann damit nichts mehr anfangen und die kommt jetzt weg. Noch ein dekoratives Kosmetikteil ist der Essence Lippenstift aus dieser Nude-Reihe. Und zwar heißt der Cool Nude, die Nummer 5 und er ist leer. Habe ich gerne im Alltag benutzt. Ich kann mal hier so ein Swatchen machen. Das geht nämlich noch. Aber die letzten Male stinkt so, weil er ist echt gekippt. Und deswegen bin ich einfach froh, dass der halt schon so gut wie leer war und ich zähle den als aufgebraucht. Dann habe ich hier von BB die 3-in-1 pflegende Reinigungstücher aufgebraucht. Da ist noch das letzte Tuch drin, sehe ich gerade. Das habe ich nämlich benutzt und dann reingetan. Damit kann ich mich jetzt eben wieder abschminken. Aber ich sehe gerade, dieser rote Lippenstift, der da drauf ist, gibt noch Farbe ab. Naja, auf jeden Fall ist das hier leer und ich finde, die sind immer noch am besten. Und ich werde die mir immer wieder nachkaufen, bis es die nicht mehr gibt im Laden. Dann habe ich zwei Handcremes leer gemacht und zwar einmal die, die haben wir auf der Arbeit immer, die Lindessa Professional. Wir kriegen nämlich auf der Arbeit Handcreme gestellt, wegen Hautschutz und so weiter. Und dürfen die allerdings auch nicht zu oft benutzen, weil wir halt mit kleiner und feiner Elektronik arbeiten. Aber gut, die habe ich leer gemacht. Und dann habe ich noch eine Handcreme leer gemacht und zwar ist sie aus der Essence The Little Christmas Factory LE. War vor kurzem noch. Und die habe ich leer gemacht. Der Duft, den fand ich richtig schön und die Pflegewirkung war ganz okay. Aber die Pflegewirkung von der ist besser, da ist so Bienenwachs mit drin. Ja, aber ja, ich habe zwar Handcremes leer gemacht, weil im Moment habe ich sehr, sehr trockene Hände. Die letzten Produkte für diesen Monat sind nicht viele. Ich habe tatsächlich noch ein paar im Schrank stehen, wie zwei Paar Zahnpastas, ja. Ja. Die sind fast leer. Ich glaube, ich brauche noch pro Packung dreimal, würde ich sagen. Dann sind die auch leer. Haben es natürlich nicht mehr hier reingeschafft, obwohl ich echt gedacht habe, kommt viel, 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 damit, ja, damit ich mein Projekt schaffe. Aber war wohl nichts. Naja, ich zeige euch jetzt erstmal die Produkte, die noch leer gegangen sind. Und zwar ist es einmal das Garnier Fructis Schadenlöscher Seidige Versiegelung. Das ist jetzt leer gegangen. Der Geruch, ich habe das sogar aufgeschnitten. Der Geruch war ganz okay, aber ich habe das auch schon mal in der Haul-Review gesagt, dass ich jetzt nicht so auf Fructis-Produkte stehe, weil ich habe mal gehört, die
Fruchtsäuren, die da drin sind, sind halt nicht so gut für trockenes Haar, auch wenn da für trockenes Haar draufsteht. Leider drum. Aber ja, es hat halt die Haare für den ersten Tag nach der Haarwäsche schön, schön weich gemacht. Liegt wahrscheinlich an den ganzen Silikonen. Also ich werde es mir nicht nochmal neu kaufen. Kommen wir direkt auf den Punkt. Ich werde es mir nicht nochmal neu kaufen, aber ich fand es jetzt auch kein grottiges Produkt. Dann habe ich hier ein Produkt, das habe ich mir mal im Kleiderkreisel für echt teures Geld getauscht. Gott sei Dank nur getauscht. Wenn ich das als Geld ausgegeben hätte, hätte ich die Krise gekriegt. Und zwar ist das von Glünd. Das ist so eine Schweizer Formel. Es ist ein Diamond Beauty Serum. Das ist wohl für, ja, das sollte man ins feuchte oder handtuchtrockene Haar reinmachen und sollte man sparsam dosieren. Ja, bei mir ist das halt immer so eine Sache mit dem Sparsam. Und sollte halt für Glanz sorgen und für Geschmeidigkeit. Ich habe da, glaube ich, um 19 Euro Tauschwert locker bezahlt, wenn nicht sogar mehr, für dieses, was ist das, 30 Milliliter. Da kann das 4 Euro El Vital von L'Oreal genauso mithalten. Also auf gar keinen Fall Nachkaufprodukt. Ich habe gerade eben, um mich zu schminken, habe ich das hier mal ausprobiert. Das ist das L'Oreal Revita Lift Laser Mal 3. Ich fand den Geruch total schön. Kann man halt, ich habe noch so eine Probe davon, kann man halt nichts Großartiges zu sagen, ne, wenn man es nur mal benutzt. Dann duftet gerade nicht hier, aber im Badezimmer habe ich, weil ich möchte einfach so ein bisschen mal testen, die Dinger, die ich alle mal zugeschickt bekommen habe, habe ich halt von DM den Schokotrüffel. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, weil hier drin so ein Pröbchen, nenne ich es jetzt einfach mal, für einen Tart. Duftet ganz gut, allerdings ist das halt aus dieser Kerze von DM, ne? Das finde ich ganz cool. Dann ist ein Tart leer gegangen, und zwar ist es Cozy by the Fire. Ich liebe diesen Duft, den habe ich mal bei meinem Freund mitgenommen und dann haben wir den dort anbrennen lassen, weil ja, er findet den Duft auch total toll. Hat meinen Freund übrigens voll mit Yankee Candles angesteckt, der ja, mag das auch ziemlich mittlerweile. Und es ist halt total der rauchige Glühwein-Weihnachtsmarktstandgeruch hier. Aber total rauchig dazu. Ja, voll toll. Und dann habe ich März Spezial die Schlaf dich schön Maske. Das ist zweimal. Also ein Paket dann demnach. Aber habe ich aufgebraucht. Benutze ich als Gesichtscreme. Sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Ist auch ein schöner Duft und pflegt sehr schön. Kann ich sehr gut empfehlen. Ja, auch sogar vertragen und sowas. Sehr schön. Letzte Produkt von den aufgebrauchten zumindest ist mein, sind wieder babypflegende Reinigungstücher. Ich weiß nicht, ob ich die diesen Monat schon mal aufgebraucht hatte. Also wenn, dann kommen immer direkt zwei Packungen meistens in einem Monat und dann mal einen ganzen Monat mal wieder nichts. Ist immer ein bisschen witzig, weil ich halt eine bei meinem Freund liegen habe und eine bei mir. Ich benutze die halt nur bei meinem Freund abends zum Abschminken, wenn ich mich nicht schon geduscht habe, wenn noch was hängen bleibt oder sowas. Aber ich benutze die halt nicht komplett zum Abschminken. Das ist nur so ein Notding. Deswegen sind die auch nicht regelmäßig leer. Aber wenn, dann finde ich die wirklich die besten. Die besten, die habe ich mir letztens, ich glaube, 7 Stück oder so nachgekauft. Alles auf einmal. Die hinterlassen halt noch so einen schönen pflegenden Film auf dem Gesicht, dass halt könnte meinen, man ist jetzt richtig schön gepflegt. So. Ja, und dann habe ich noch ein paar Produkte aussortiert und die zeige ich euch jetzt mal. Zum einen ist es die Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Ist ja die relativ neue von Catrice. Man schüttelt die vorm Benutzen und dann ist da eine Pipette dran und kann man halt sehr gut dosieren damit. Ich finde die nicht schlecht, ne? Hatte ich auch schon mal in der Haul Review gesagt. Im Gegenteil, ich finde die sehr gut, aber sie ist mir zu deckend. Ich mag das nicht, wenn das so, wenn meine Sommersprossen zum Beispiel nicht mehr rauskommen. Und je nachdem, wenn man einen Ticken zu viel davon genommen hat, dann hat man wirklich alles abgedeckt. Und das war schon, ist mir ein Ticken too much. Deswegen kommt die weg. Dann habe ich hier zwei Sachen, die sind wunderschön. Und einerseits ist es schwachsinnig, die abzugeben, aber ich weiß, dass ich die nicht nehmen werde. Und zwar sind die aus der Rival de Loop The Golden 20s LE. Ist das einmal Highlighter und Blush und Highlighter und Bronzer. So, Highlighter und Bronzer sehen so aus. Wundervoll. Ohne Scheiß. Ich finde die wunderschön. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt schon das Haul dazu gesehen habt, als ich mir die gekauft habe. Aber was soll ich sagen? Ich hatte halt, der Highlighter davon ist mir zu goldig. Und das Rouge da hier drin passt überhaupt nicht. Also eigentlich könnte ich das
den Bronzer und den Highlighter hier gerne weiterverwenden. Aber da die halt in der falschen Verpackung gemeinsam drin sind, ist halt schade, aber dann kann sich halt jemand anders damit, ja, ich sag jetzt mal, erfreuen, weil die sind megamäßig pigmentiert, ja. Ich finde, es diese Qualität ist der Hammer. Ich wollte mal was erkennen, kann mein Ringlicht ist immer so fantastisch, wirklich. Also aber wie gesagt, das Blush ist mir viel zu schimmerig. Aber ich habe gedacht, vielleicht mit den anderen Dingen. Aber im Endeffekt, so ein Highlighter habe ich natürlich schon in einem teuren Format. Und dann wäre das Schwachsinn, den zu Hause zu behalten. Habe ich jetzt erstmal im Kleiderkreis drin. Wenn er nicht weggeht, werde ich mir den Highlighter auf jeden Fall wieder zurücknehmen, weil der ist schon schön. Ja. Aber ja gut, ich habe das jetzt aussortiert. Genauso aussortiert, das tut mir schon fast im Herzen weh, ist die Art Deco Most Wanted Eyeshadow Palette. Die hatte ich mal im Tauschpaket drin mit der lieben Moldavid. Die sieht so aus. Habe ich jetzt gerade im Kleiderkreisel drin, weil ich finde, die ist wundervoll zum, also von der Qualität her, wirklich astrein. Aber die Töne sind mir einfach zu rosé-lastig. Und ja, Rosé ist nicht ganz so meine Typ geeignete Farbe, leider. Ja, vielleicht finde ich ja etwas zum Tausch dafür, was besser für meinen Typ in Frage kommt. Und dann habe ich nach langem Hin und Her, habe ich mich doch dazu entschieden, aus meinem letzten 5 Produkte, 1 Monat Challenge, nächstes einfach mal Projekt, meine Inglot Kontur- und Blush-Palette abzugeben. Die wirklich, die ist einfach traumhaft schön. Also wenn ich überlege, diese Aufmachung mag ich immer sehr. Und dann halt auch wirklich diese Qualität dieser Puderprodukte. Also ich hatte halt dieses Puder, also das Konturierpuder ist genau die richtige Mischung zwischen aschig und Aufwärmton. Also perfekter Ton. Und das Helle hier ist super schön zum Concealer setten oder auch zum Highlighten hier unterm, ihr wisst schon, oder Bacon oder sowas. Und dann sind da halt noch 2 verschiedene Rouges drin. Also im Endeffekt, das Rouge hat die Obera, die 85 und das untere die 127. Ich weiß noch damals, also die 85, die wollte ich immer schon mir in Düsseldorf bei Inglot kaufen. 13 Euro kostet, glaube ich, ein Puder Rouge oder mittlerweile sogar 14. Ja, und dann aber im Endeffekt habe ich mir dann halt diese Palette zusammengestellt, weil, ja, ne, ich weiß nicht, hier bin ich mal leider mit dem Fingernagel dran gekommen, aber das tut dem Produkt keinen Abbruch. Aber ich finde die echt astrein, aber ich benutze sie halt wirklich zu selten. Dafür ist sie einfach zu teuer, ganz einfach. Ja, das waren meine Produkte von 2016. Ich hoffe, das Projekt hat euch genauso gut gefallen wie mir. Auch wenn ich das Projekt, die Challenge nicht geschafft habe, werde ich das, denke ich mal, nächstes Jahr wieder machen. Weil ich fand das eigentlich ganz witzig zu sehen, was schafft man. Ich werde das allerdings nicht mehr als Challenge nehmen. Ich werde es einfach nur für mich selber zählen, wie viele Produkte ich so aufbrauche in einem Monat. Ja, deswegen werdet ihr in den nächsten Monaten auch wieder die Zahlen dort im Video drin sehen. Allerdings ist das für mich dann keine Challenge mehr, sondern einfach nur ein Hinweis für mich, wie viele Produkte ich aufgebraucht habe. Und vielleicht für euch auch, vielleicht habt ihr da ja Lust drauf. Ja. Okay, meine Lieben. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wenn ich das Video tatsächlich noch schaffe, vorher hochzuladen, dann wünsche ich, wenn ihr das Video tatsächlich erst danach hochgeladen habt, dann hoffe ich, dass ihr gut reingerutscht seid. Und ja, auf 2017. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ach, und genau, und ich wollte mich auf jeden Fall noch bei euch bedanken für ja, eure Treue. Und ja, ich hoffe, 2017 wird genauso schön mit euch. Bis dann. Tschüss.